So, ich würde einfach mal sagen, es geht weiter. Zumindest wird bei mir angezeigt, dass es weitergeht. Es tut mir leid, es war ein kleiner Stream-Drop. Das ist normal auf Twitch, daran muss man sich gewöhnen. Ist leider so. Ich warte einfach, bis wieder ein paar Leute da sind. In der Zeit laufe ich ja einfach nur im Kreis rum, ansonsten habt ihr viel verpasst. So, ich glaube, jetzt sind wieder ein paar Leute da. Es freut mich. Weiter geht's einfach. Es tut mir sehr leid, dass es da abgekackt ist. Das ist allerdings nicht meine Schuld. Meine lieben Schleimis. Liebe Schleimis. Yay. Yeah. Yay. Yeah. Nicht mich reinlegen, Schleim. Okay, ich hätte auch ehrlich gesagt Geld farmen können. Hier finden wir nämlich ziemlich gut schnell Geld. Gerade bei denen. Okay, naja gut. So viel nun auch wieder nicht. 17. Man, besser als gar nichts. So, wo soll ich hin? Mir wurde gesagt, dass es gibt ein ich kann nicht mehr reden. Es gibt ein Max, nicht ein, sondern ein. Es gibt ein Geheimnis beim Auge der Schlange, soll ich da nämlich gucken. Und ich würde einfach mal sagen, der Karte nach zu urteilen, ist die Schlange halt dieser Dungeon hier. Zumindest sieht es mit ein wenig Fantasie aus, als wenn es eine Schlange wäre. Oh mein Gott, einfach weitergehen. Ansonsten schaffen wir das nämlich gar nicht mehr. Und jetzt hier rechts, eventuell gibt es nämlich ein kleines, schönes Geheimnis. Eventuell. Ich könnte annehmen, dass es eine Schlange ist. Wenn nicht, dann... Heilige Tatsache. Okay. Ein Geheimnis in Form von... Yay. Okay, immerhin. Naja gut, haben wir 27. Schade, ich dachte, ich hätte... Obwohl, ich kann ja mit der Karte... Moment, die Karte oben speichere ich mir jetzt so im Kopf und gucke, ob wir denn auch die Gebiete so erkundet haben, haben wir leider. Also habe ich hier definitiv keinen Schlüssel übersehen. Und ich muss also doch zurück. Ich dachte, eventuell gäbe es in dem Raum, wo wir gerade waren, das schön heilige Mutter weg hier. Ganz schnell, snitz, snitz. Das ist zu viel. Okay, gut. Wir sind wieder weg. Wow! Ich... Einfach rennen, einfach rennen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, ich könnte die Kerze auch einfach anmachen. Ah, ich probiere gerade... Okay, gut. Ich muss jetzt die Kerze haben, weil dieser Raum war irgendwie anders gestrickt. Zu komisch, zu merkwürdig. Dankeschön. Nämlich genauso. Geht einfach tot, geht einfach... Nein! Gut, ich glaube, ich kann eh sterben, weil ich muss aus dem Dungeon raus und sich durch Gegner umbringen lassen ist jetzt schneller als rauslaufen. Tut mir leid. Also, Anfang des Dungeons. Wir hören wieder die schöne Game-Over-Musik. Ich kenne die noch irgendwoher, diese Musik, aber ich komme auf Teufel, komm raus, nicht darauf. Woher? Also, nochmal zurück in irgendeinen Dungeon. Ich gucke mir jetzt einfach mal jeden Dungeon an, wo ich schon mal war. Weil 100 Rupien farmen ist, glaube ich, noch langweiliger. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ach, jetzt kann ich den umbringen. Okay. Gucken wir also mal in Dungeon Nummer... Wenn ich reden könnte, wäre es auch schöner. Auch für den Stream. Gucken wir doch einfach mal in Dungeon Nummer 3 rein. Vergleichen halt die Map, die wir oben links sehen dann. Och, komm. Och. Das war ein Schieß mich tot. Den hatte ich noch nie so erlebt. Dass wir dann nämlich die Maps vergleichen. Oben rechts, oben links. Und eventuell mit ein wenig Glück... Habe ich einfach mal einen Raum noch nicht beachtet. Hier habe ich alles. Hier habe ich definitiv alles. Also müssen wir zum zweiten Dungeon. Schön. Könnt ihr euch jetzt was Schöneres vorstellen, als mit mir nochmal den Weg zum zweiten Dungeon zu gehen? Ich glaube nicht. Naja, dann kann ich ja schon mal einfach ein bisschen erzählen. Schon mal ein Vorab-Resümee. Also da ich ja... Oh, Heiliger. Ja, aber ich dachte, du füllst mich voll, Fee. Wozu bist du denn eine Fee? Was für eine unnütze Fee ist das denn? Das ist so eine Aushilfsfee. So, oh ja, ich mache gerade die Ausbildung zur Fee und kann noch nicht komplett heilen. Erst im nächsten Jahr. Bis dahin kriege ich noch 350 netto. Was ich nämlich schon mal ein bisschen sagen kann, ist nämlich... Ich habe ja auch das zweite Zelda gespielt. Das ist Zelda für den NES, den zweiten Teil. Der ja... ja, der ist nett, nicht wahr? Also das ist ein nettes Spiel. Ist aber kein, wenn ich es wirklich so sagen darf, kein großartig gutes Spiel. Und vor allem kann ich jetzt verstehen, dass Leute, die diesen Teil hier zuerst gespielt haben, den zweiten Zelda-Teil wirklich gar nicht mal so gut fanden. Es war halt ein komplett neues Genre, da ist man einen etwas gefährlichen Weg gegangen. Man wusste, glaube ich, auch noch nicht, dass das Zelda-Franchise wirklich so einen riesen Wahnsinnserfolg haben wird, wie es halt dann den Erfolg gebracht hat. Und da ist man, glaube ich, zumindest ist es meine Ansicht. Ich bin natürlich nicht Shigeru Miyamoto
und kann irgendwie sagen, weswegen das Spiel nun... Ach toll, warum habe ich mich denn umgedreht? Ich habe doch ein cooles Schild, mit dem ich das bestimmt abwehren könnte. Naja, also ich kann nicht in Shigeru Miyamotos Gehirn reinschauen und sagen, jo, deswegen hat er es so und so gemacht. Aber ich gehe... Aber, genau Max, aber. Aber ich gehe halt der Ansicht, dass er einfach dachte, jo, wir hatten Battle of Olympus, was in demselben Stil war. Und was, glaube ich, auch viele, viele Fans... Heilige Scheiße. Viele, viele Fans hatte das... Oh! Heilige, ich konnte gerade nicht angreifen mit dem Schwert. Was war das denn? Und das einfach aufgrund dieser Tatsache dann... wirklich das Experiment Zelda 2 entstanden ist, was in den Augen vieler richtiger Zelda-Fans, die seit dem ersten Teil sich einfach mal gebildet haben, absolut nicht gut war. Glaube ich. Wie gesagt, das ist meine eigene Schlussfolgerung, aber mit der liege ich bestimmt auch schön falsch. Oh, oh, oh. So. So. Und bitte ein Herz mal oder ein Rubin oder auch nix. Ansonsten, dein Freund hat mir ja 10 Rubine geschenkt. Nur... Ja, hier war es nicht. Nein, das war falsch. Also gehen wir nochmal runter und gehen da nach rechts, weil vielleicht war es da. Ja, Zelda 1 war natürlich auch noch keine Reihe. Es war ja ein eigenständiges, für sich alleine dastehendes Spiel. Aber, ja. Ein Schlüssel für 100! Ja, den will ich. Ich will dich, so sehr, du kommst bald in meine Tasche. Wenn mir Gegner mal Rubine geben würden, wäre das nett. Aber das... Oh, ein blauer. Ganze 5 ist der wert. Danke. Na! Ah! Trick 17. Kann ich den auch schräg... Oh, ich kann den schräg feuern. Dann fliegt der sogar um einiges schneller. Heilige. Warum? Moment, wir vergleichen mal die Geschwindigkeit. Fluppel, 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 fluppel. Und jetzt die andere. Fluppel, 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 fluppel. Nur zurück ist er langsamer. Na okay, aber immerhin. Finde ich gut. Wir kamen von oben. Also gehen wir jetzt nach unten. Gehen jetzt nach rechts. Hier rein. Ist hier der Dungeon? Ich habe komplett vergessen, wo Dungeon Nummer 2 war. Ach nein, ich müsste einfach nur nach oben gehen dafür, nicht wahr? Ah, ich glaube ja. Bin komplett ein dumm... Nee! Oh, diese Aushilfsfee. Echt, ey. Boah. Naja, Praktikum. Ich glaube, ich werde es nicht schaffen. Ich bin eh ein bisschen anders praxisorientiert. Und ich will dann doch lieber Tipse werden. So. Ich glaube, ganz oben war es. Warum steht da eigentlich so ein Busch? Setze Zerteile ein. Ah, Moment. Vielleicht fackeln wir ihn einfach ab. Fackel die Fackel. Ne, tun wir nicht. So ein Schwachsinn. Hat er auch nicht getroffen. Wir probieren es nochmal. Vielleicht muss man ihn treffen. Fackel, Fackel, Fackel. Wow! Okay, gut. Rein. Was? Das ist noch ein Dungeon? Leck mich am Arsch, das ist Dungeon Nummer 8. Okay, wir haben Dungeon Nummer 8 und Dungeon Nummer... Warum erscheine ich da? Ich habe Dungeon Nummer 8 und Dungeon Nummer 9 gefunden. Das Spiel ist gut. Also es liefert ein Rätsel, die aber logisch zu lösen sind. Wie genial ist das denn? Das finde ich ultra gut vom Spiel. Also es sind keine wirklich sehr schweren hammergemeinen Rätsel, wo man so, boah, Alter, was muss man machen? Komme ich niemals drauf. Sondern das ist wirklich noch nett, fair und überschaubar, möchte ich fast sagen. Sehr gut. Und einige Sachen werden einem sogar verraten, wie zum Beispiel das mit dem Wasserfall. Und vielleicht würde das mit dem... Super gut. Vielleicht wäre das mit dem Busch auch nochmal verraten worden. Ah, it's a secret to everybody. 30! Na, wir kommen der Sache näher. Wir... Kann ich jeden Busch abbrennen? Moment. Ich probiere einfach mal. Das... bestimmt nicht, aber... ungefähr hier hinstellen. Fackel, Fackel, Fackel. Ne, gut. Wo war jetzt Dungeon Nummer 2? Ich bin auf jeden Fall in der Nähe. Das weiß ich. Dass ich in der Nähe bin, weiß ich. Ich habe ja gesagt, es wird super spannend, den letzten Schlüssel da zu finden, der mir noch fehlt. Allerdings brauche ich den. Und Offscreen machen geht schlecht. Deswegen, nein. Das war falsch. Bop, 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 bop. Da unten gab es nur das. Hier rechts gab es jetzt auch nichts. Wo war der? Heilige Möhre. War der hier? War der da? Ich... Toll, Fee. Also die Feen sind also wirklich gute Feen. Ich glaube nicht, dass die auf meiner Seite stehen. Ha. Unabsichtlich. Gut gereimt. Nein, hier nicht. Aber wir gucken einfach mal da rein. Wo war der Dungeon? Schild habe ich schon. Pfeile könnte ich mir kaufen. Für 80. Ich brauche nur noch 20 für den einen Schlüssel. Ich mache hier nichts. Aber selbst wenn ich diesen Schlüssel dann hätte, fehlt mir immer, glaube ich, noch... Haha, habt ihr gehört? Pling! Fehlt mir immer noch ein Schlüssel. Das ist es ja. Also der eine Schlüssel würde mir ewig fehlen.
Das ist ja das Problem. Deswegen müsste ich den eigentlich finden. Eigentlich sieht es hier so aus, als wenn es hier irgendwo ein Geheimnis gäbe. So eine Wand normal steht die halt nicht da. Doch, tut sie. Gut. Man kann ja mal probieren. Hier, sowas zum Beispiel. Das sieht ja hier mal ganz... Hm. Wenn ich dann Geheimnisse finden will, auf Teufel komm raus, dann finde ich natürlich keins. Ja, ja, ja. Hier, leck mich. Ja, ja, ja. Okay, das sind Gegner, die immer wieder kommen. Hier könnte man das farmen. Nee. Ich könnte hier, ehrlich gesagt, Geld farmen. Ich bin jetzt am Dungeon Nummer 2 haushoch vorbeigelaufen. Kann das sein? Hm. Die Musik nervt euch noch nicht? Wenn nicht, dann gut. Wenn doch, dann sorry. Es tut mir leid, aber ich kann daran jetzt nichts ändern, weil ich brauche den verfickten Schlüssel. Ey, der kann doch nicht so schwer... der Dungeon kann jetzt nicht so schwer versteckt gewesen sein, oder? Ich meine, ich habe den ja einmal schon gefunden. Ah. Schaut mir gut aus? Nein. Wo war der? Ich bin blind und blöd und dreimal im Kreis dran vorbeigelaufen. Das haben wir schon. Da gab es ein Herz. Ein schönes Herz. War ein gutes Herz. Hier runter vielleicht? Ah ne, dann kommen wir wieder dahin. Ja, Doppelabwehr, Trippel... Ne, doch nicht. Jetzt sind wir wieder hier! Heilige Scheiße! Ich hab vergessen, Wölang. Wölang? Gut, Max. Ich glaube, der Dungeon war jetzt rechts von mir, kann das sein? Und dafür muss ich einfach nur... Warte mal, ich gehe jetzt mal hier lang, jetzt gehe ich nach rechts. Dann muss ich nochmal nach rechts. Nein, dann muss ich hier hin, genau. Jetzt nach unten. Ja, so, so, wir haben wieder volle Bomben, das ist gut. Die 100 Rubine haben wir auch gleich, um uns dann eh nochmal einen Schlüssel zu kaufen. Das werde ich auch hundertprozentig tun. Und jetzt irgendwann nach links. Hier geht's noch nicht. Ich gucke einfach mal. Moment, wir haben ja Bomben. Wieso habe ich das so vergessen? Ich glaube, so einen Seiteneingang gibt's auch nicht. Sag mal, hallo? Schön, dass wir in der Zeit jetzt dann doch mal die... 100 Rubine gesammelt haben, aber nicht das, was ich eigentlich brauche. Wo war der Dungeon? Er war hier. Ich bin so blöde. Es tut mir sehr leid, liebe Zuschauer. Aha, nein. Nein, ich guck nach rechts. Nein. Oder war hier der Dungeon? Wenn er jetzt hier war, dann bin ich... Nein, hier war ich doch auch schon mal drin, oder? Momentchen. Ja, hier war ich. Ja! Okay, wir kaufen uns den Schlüssel gleich. Moment. Ich mach kurz hier die kleinen Schweinchens platt. Oder Moblins. Ich glaube, die heißen ja Moblins in den Teilen. Bin mir aber ehrlich gesagt unsicher. Also ich gebe keine Wette, gehe ich darauf ein, dass die Moblins heißen. Toll, dass die Moblins jetzt... Ich nenne die Moblins. So, Moblins. Ich renne, glaube ich, auch noch im Kreis oder so, weil ich einfach mein Hirn mal wieder auf Halbflamme gestellt habe. Reveal your secret dungeon! Wo ist er? Bin ich so dumm? Kann nicht angehen. Ah, hier ist er! Oh. Nach gefühlten 5 Jahren und 100 Rubinen dann doch mal den Dungeon zu finden. Das ist ein Kunststück. Mann, bin ich dumm. Und Mann, komm ich mir richtig dumm vor. Super. Yay! Und uns fehlt noch ein Rubin. Bin ich stolz auf mich oder bin ich stolz? Ich glaube, ich bin einfach nur ein Stück Holz. So. Toll, in dem Dungeon haben wir ja alles gefunden, was zu finden gilt. Außer es gibt da oben nochmal ein Secret. Gibt es hier ein Secret? Aber es gibt keinen Secret-Schlüssel hundertprozentig. Also sind wir hier völlig umsonst reingegangen, oder? Ich will den ganzen Dungeon jetzt nicht nochmal abgrasen. Hab ich hier was übersehen? Ich frage einfach mal, da dies ja alles auch live aufgenommen wird, frage ich einfach mal meine Community. Liebe Community, habe ich in diesem Dungeon irgendetwas übersehen? Irgendwas. Ach Gott, das war ja noch das mit den Schlangen. Gottchen. Oh, wie süß. Niedlich. 100 Rubine, danke. Nein, ich habe hier nichts übersehen. Gut, danke. Gehen wir also raus. Wir haben den Schlüssel, den wir uns jetzt kaufen können. Ich glaube, ich habe einfach mein Gehirn in diesem Dungeon vergessen und übersehen. Aber naja, auch schön. Ich lasse mich jetzt auch gern wieder alles treffen. Wir haben 100 Rubine, mir ist jetzt alles scheißegal. Einfach raus hier, ab in Dungeon Nummer 4 und abschließen den Scheißdreck. Das gibt's doch nicht. So eine Zeitverschwendung. Hier, ich hätte nach links gehen müssen. Wie oft war ich hier? Wie oft war ich schon hier? Zu oft. Definitiv zu oft. Das ist es ja. Bing. Bing. Böp. Gut. Ich hasse euch, Moblins. Weg hier. Beep, boop, boop.
Schöne Musik, schönes Spiel. Ja, also nein, aber da ich... Aber ja, aber nein. Sehr schön, Max. Da ich ja selber dieses... Wollte ich noch zu Ende bringen, den Satz, den ich vor 5 Jahren mal angefangen hatte, Zelda 2 gespielt habe, was wirklich ein schlimmes Spiel ist. Also jetzt nur mal so, mit Geheimnissen, das glaubt man ja nicht, die so mystisch sind und so dumm zu entdecken, da finde ich dann doch wirklich diesen ersten Zelda-Teil hier oben wahnsinnig unendlich viele Längen besser und vor allen Dingen auch angenehmer zu spielen. Also er geht wesentlich leichter von der Hand. Schlüssel kaufen und ab zum Dungeon Nummer 4. Ja, nein, hier gibt's gar keinen Schlüssel. Warum bin ich hier lang gegangen? Oh, scheiße. So. In der Zeit sammeln wir doch einfach nochmal 500 Rubine auf oder so, weil es einfach Spaß macht. Schön. Lassen uns von allen treffen. Denke ich, es gibt Punkte, wenn ich alle Gegner umbringe? Warum bringe ich die alle um? Warum mache ich sowas? Warum bin ich manchmal so dumm? Mann. Puff. Warum bringe ich ihn um? Einfach nur jetzt die persönliche Rache und Langeweile des Funk. Oh, hier könnte ich Rubine farmen. Und Herzteilchens. So. Zu viel Geld jetzt wieder. Toll. Also, wo lang? Wo lang? Moment. Hier laufen wir gleich in eine Sackgasse rein, glaube ich. Ah, hier gab's euch. Genau, hier bin ich einmal aufgehört, weiterzugehen. Was wollte ich gerade sagen? Hier bin ich einmal aufgehört, weiterzugehen. Gut, Max, gut. Und? Kein Geheimnis, alles klar. Dafür ein Herzchen. Uhuhu. Ich bring euch wirklich nur aus Jux und Tollerei um. Ihr habt's nicht mal verdient. Moment. Sieht aus wie ein Geheimnis. Bops. Nein. Alles klar. Ich bin jetzt aber in der Nähe von Dungeon Nummer 4 und Dungeon Nummer 3, also gehe ich einfach nach oben, um auf jeden Fall zu Dungeon Nummer 4 zu kommen. Jetzt gleich sind wir am Anfang des Spiels. Hier irgendwo war er, bin mir ganz sicher, ich glaube sogar direkt unter mir. Mein Gedächtnis war es auch nicht mehr, das was mal war. Na gut, das war mal, ich glaube, echt ein eingelegtes Milchbrötchen und jetzt ist es einfach nur so eine Murmel, die alleine in seinem Kopf rumgeistert. Hier lang, da lang, nach oben. Schöner Weg, guter Weg. Ah, Wasserglompf. Ach nee, ich muss den Schlüssel auch mal kaufen. Gut, Max. Gut. Ich wäre jetzt echt reingegangen ohne... Sehr gut. Also nochmal zurück. Ich kann mir nichts Spannenderes vorstellen auf dieser Welt, als diesem Ding hier gerade zuzusehen und sich zu denken, Mann, der hat echt kein Gehirn, der Kerl. Yay. Bubbelbubbel. Kann ich mir immer einen kaufen für 100? Wenn ja, wäre super. Moment. Ja. Oh, das ist gut. Das ist gut, weil ich werde bestimmt noch so einige Schlüssel übersehen in meinem Leben. Und dann werde ich einfach wieder ein bisschen Rubine farmen, was ja auch so ach so spannend ist. Aber dann, immerhin haben wir dann den Schlüssel. Das ist ja super. Finde ich gut vom Spiel, dass es die Möglichkeit gibt für grenzdebile Gamer wie mich, dann doch eine Möglichkeit zu haben, diese Schlüssel auch anderweitig zu bekommen. Sehr nett. Das Spiel wusste also, es kann auch von Deppen gespielt werden.